Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist euer alter Mann. Und mein Thema ist heute etwas, was am Dienstag, dem 26. Mai 2020 in den USA ganz groß gefeiert wird. Ich entnehme viele meiner Themen, über die ich spreche, dem sogenannten kleinen Kalender im Internet. Dort, wie gesagt, kann man jeden Tag schauen, was gibt es für besondere Tage in Deutschland, auch in der Welt, was ist für ein Feiertag, welches Kirchenfest steht an und Filmstarts, Kino und so weiter. Man bekommt ganz, ganz viele Informationen und das auf einem einseitigen Überblick. Also es ist knapp eine Seite, ein Bildschirm voll und man weiß, was am heutigen, am morgigen, am weiß der Teufel wann Tag ist, so in der Welt los ist und kann dementsprechend natürlich auch eventuell die Freizeit planen. Das nur zu den Fakten. Und zwar findet in den USA am Dienstag, dem 26. Mai, der nationale Tag des Papierfliegers statt. Ja. Als ich vor, ich weiß nicht genau, 3 oder 4 Jahren das erste Mal davon Kenntnis bekam, da wurden Erinnerungen an die Schulzeit wach. Ich habe mich in der Folgezeit mit einigen sehr, sehr guten Freunden ausgetauscht, auch mit meinen Kindern natürlich, weil ich keinen Informationsstand darüber habe, wie heute, also gut 50 Jahre nach meiner Einschulung, 55, 56 Jahre nach meiner Einschulung, so der Stand ist. Ob da überhaupt noch Papierflieger oder ob die nur noch zusammengeknüttelt durch die Gegend schmeißen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verhalten von Schülern in Pausenzeiten oder wenn der Lehrer nicht da ist, sich so grundlegend geändert hat. Wir haben ja auch unser Döndeken gemacht. Überhaupt keine Frage, aber ob jetzt nun großartig Papierflieger gebastelt werden, entzog sich meiner Kenntnis und das konnte mir auch keiner so richtig, richtig erzählen, ob nun ja oder nein. Da gingen die Meinungen weit auseinander. Und also wie gesagt, ich selber fühlte mich zu diesem Zeitpunkt um Jahrzehnte zurückversetzt und fühlte mich in Gedanken gut, ich sah, und das ist immer wieder ein tolles, schönes Bild, weil Erinnerungen an meine Großmutter sind alle wundervoll und so schön. Ich erinnerte mich, als meine Großmutter mir zum ersten Mal zeigte, da war ich so 5 etwa, wie man einen Papierflieger faltet. Heute nennt sich sowas ja vornehm Origami. Ich wusste gar nicht, dass wir damals schon so solche Hechte waren. Entschuldigung. Nein, ich achte natürlich, Origami ist eine tolle Sache, wenn die da Servietten aus Serviettenschwäne und so weiter. Es ist also, da habe ich nur 1 Daumen hoch. Ja. In den Gesprächen habe ich aber festgestellt, dass wenn man über Papierflieger grundsätzlich redet, viele Menschen an die oft, ich sag mal sogar unbeholfene Falterei denken, was man in der Schulzeit ausprobiert hat. Es war natürlich immer das Ziel, dass das Ding so lang wie möglich in der Luft blieb, vielleicht sogar noch Kapriolen schlug und da gab es natürlich verschiedene Gedankenansätze, um das so hinzukriegen. Und weil das mit den Papierfliegern oft nicht so gelungen war, heutzutage gibt es eine Reihe von Faltanleitungen im Internet zu finden, die wirklich Abhilfe schaffen sollen und das auch tatsächlich tun. Ich habe mir mehrere angeguckt, so auf YouTube und so weiter, wunderbar, und habe danach gefaltet und wunderbar, das funktioniert. Man muss also es immer selber im Leben gewusst wie. Und wenn ich mir das so überlege, bei all dem teuren Spielzeug heutzutage, so ein Faltflieger, der fördert die Fähigkeiten, ja, mit den Fingern
umzugehen, außer dieses dim 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 dim, I send an SMS to you und so weiter. Und wenn man ein wenig Geschick hat, und was kostet dann bitte schön so ein Blatt Papier? Das ist doch toll. Das ist mal eine echte Alternative und wäre jetzt auch in Corona-Zeiten zu Hause ein Ansatz, um zu sagen, hey Leute, liebe Enkelkinder, was haltet ihr davon? Wir machen mal was Ungewöhnliches oder was ganz Einfaches oder wie auch immer. Ich denke da jetzt weiter. Was interessant ist, dass nämlich historische Quellen besagen, wurde die Idee des Papierfliegers vor mehr als 2000 Jahren in China bereits umgesetzt. Die ersten schriftlichen Erwähnungen über dieses Flugobjekt aus Papier stammen jedoch aus dem 17. Jahrhundert. Und hier in Europa gilt, wer sollte es sonst sein, Leonardo da Vinci als der Urvater der Papierfliegerei. In der Folgezeit haben viele, viele Pioniere der Luftfahrt zunächst mit Papierfliegern experimentiert. Jedoch trotz zahlreicher älterer Quellen ist es nicht sicher zu bestimmen, wie und wo genau viele der heutigen Modelle und Designs tatsächlich entstanden sind. Interessant ist, es gibt ja, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt noch wäre jetzt die Denk, bei mir überschlagen sich jetzt Gedanken. Ich bin ja Verfechter der alten Werte. Und es gab ja auch mal alte Maßeinheiten zum Beispiel. Jetzt überlege ich gerade selber, wie es heißt, wie viel ist 12 mal 12? Ja, 12 mal 12, ein Dutzend mal ein Dutzend ist, glaube ich, ein Groß oder so. Wenn man jetzt, ich hoffe jetzt nicht, dass ich wieder auf Glatteis rumschlittere, will das jetzt auch nicht recherchieren. Aber es gab ja in vergangenen Zeiten DIN und Normen. Siehe Papier, DIN A4, der große Bogen, den man in Schreibmaschine einspannen kann, DIN A5, die Hälfte davon, DIN A6, ein Viertel davon und so weiter. Und es gab Normen, ich denke jetzt an Werkzeuge und Materialien, Schrauben und so weiter. Und es wurde ja alles irgendwie zusammengefasst. Es gibt ja technische Beschreibungen, es gibt ja so tolle Seiten wie Wikipedia und so weiter, wo ehrenamtlich Menschen tolle Dinge in allen Einzelheiten beschreiben. Wer hat wo gewohnt? Was hat Franz Liszt 1738, Himmels Willen, nicht schon wieder. Was hat der und der Künstler dann und dann in welchem Jahr gemacht? Wann ist welche Komposition entstanden? Und kann man alles nachlesen. Wikipedia ist eine relativ gute Quelle. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das kennen wir aus dem Leben überall. Ja, ich lese euch jetzt mal vor, was die technische Beschreibung des Papierfliegers aussagt. Und das ist eigentlich genau, das würde wahrscheinlich keiner von uns auch nur annähernd so hinbekommen. Das ist halt so. Ein Papierflieger ist nichts, was wir trinken können, was wir essen können oder worum wir uns große Gedanken machen sollten. Aber es ist ein Bestandteil unserer Jugend, zumindest. So, ich lese es euch mal vor. Ein Papierflieger ist ein aus Papier hergestelltes Flugobjekt, welches keinen eigenen Antrieb, jedoch möglichst dünne Tragflächen hat und im Regelfall durch Werfen in die Luft gebracht wird. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wer jetzt aber denkt, dass Papierflieger wären nur eine nutzlose Spielerei, der verkennt eigentlich den wahren Charakter, der sich über Jahrzehnte fortgeführt hat. Okay, eine Spielerei sind die Papierflieger natürlich in der Tat. Aber man kann kaum ein anderes Hilfsmittel, kann Ideen so schnell im wahrsten Sinne des Wortes zu Papier bringen und auch noch ausprobieren.
Das ist auf jeden Fall einfacher als eine Bildbeschreibung oder ein Diktat oder einen Aufsatz zu schreiben. Man kann es den jungen Leuten ja auch mal so rumverkaufen. Heutzutage ist also die Papierfliegerei in erster Linie ein Hobby, wird aber weiterhin für Simulation von Flugeigenschaften benutzt. Und ihr, liebe Freunde, falls ihr daran Interesse habt, ob mit den Kindern, den Enkelkindern, ich wünsche euch von Herzen gerne viel Freude, jede Menge Spaß, ohne Ende, eventuell sogar beim Papierflieger falten und fliegen lassen. Und da kommen wir wieder auf denselben Punkt. Die Welt geht rund, so ein Papierflieger geht mit ein bisschen, macht mit ein bisschen Glück, macht ja auch ein Lubling, also geht der auch rund. Und ihr, liebe Freunde, ihr habt zu Hause noch eine richtige, kräftige Aufgabe. Und die heißt, und dafür drücke ich meine beiden Daumen, sowas von Herzen gerne. Ihr bitte bleibt gesund. Ich sag bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben, und viel Spaß. Kommt gut in die neue Woche. Ciao.